Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück zu Vollgas, Full Throttle. Ich versuche noch immer hier in die Fabrik einzudringen, aber das gestaltet sich als schwieriger, als ich dachte. Ich kann hier hinter die Fabrik, aber hier gibt es auch nichts, womit ich interagieren kann. Hier vorne gibt es nichts. Oh, da steht mein Bike. Kann ich hier sonst irgendwo hinfahren? Kann ich hier rüber? Über die Rampe? Nee, das geht nicht. Wo kann ich denn überall hin gerade? Ah, jetzt bleib doch mal auf dem Bike. Was ist da oben? Komme ich von da oder ist das was Neues? Oh, das sieht neu aus. Eine Höhle in einem Berg. Auf der anderen Seite von dem Feld ist das Versteck der Vultures. Ich habe viel von den Vultures gehört. Und es sieht so aus, als wäre alles wahr. Okay. Was ist da? Minenfeld. Ich frage mich, wie sie es so glatt bekommen. Okay, sonst scheint hier nichts zu sein, außer das Minenfeld. Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Nein. Was habe ich denn im Inventar? Kann ich irgendwie so eine Mine ausgraben? Der ist für Schraubenmuttern. Auch nicht. Stadion. Ah, hier geht's weiter. Scheint irgendwas Großes drin abzugehen. Okay, da gehe ich doch mal hin. Souvenirs? Wir haben eure Kappen. Oh Gott, das Häschen ist ja wir süß. Haben eure Wimpel. Wir haben alles direkt hier. Offizieller Corlimotos-Verkauf. Ach. Fahren Sie Ihr eigenes Derby mit einem ferngelenkten Wagen. Bei unserem Kaninchen sind die Batterien inklusive. Niedliche, niedliche kleine Kaninchen. Das offiziell lizenzierte Kaninchen des Corlimotos Smashatoriums. Wir haben eure T-Shirts hier. Alle Größen und Farben. Füllt eure praktischen Getränkekappen mit einem Getränk eurer Wahl. Ich find's ganz schön, dass die eigentlich bei LucasArts immer dieselben Sprecher hatten. Dann bleibt ihr cool und seht cool aus. Du, großer Mann, komm und wirf den Derbywagen mal an. Souvenir, ich rede mal mit dem Typ. An euer großes Smashatorium-Abenteuer. Horace. Das passiert mit dir, wenn du einer geregelten Arbeit nachgehst. Kauft euer Kind ein Kaninchen und halten sie auf der Fahrt nach Hause die Klappe. Was kann ich für dich tun? Was ist denn heute hier los? Heute Abend gibt's ein Demolition Derby. Erster Preis ist eine alte Corley Hardtail. Vollständig restauriert von dem alten Mann selbst. Jawohl. Was macht denn dieses große Stadion so weit hier draußen? Corley hat das Smashatorium gebaut, damit seine Angestellten ein bisschen Unterhaltung in der Nähe haben. Er hat sich immer sehr um seine Angestellten gekümmert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt mit uns passieren soll, wo er tot ist. Ich suche nach einem schönen Souvenir. Nun ja, ich habe nur schöne Souvenirs. Womit kann ich dich glücklich machen? Wie wär's mit dem kleinen Auto hier? Es ist klein, aber es ist nicht billig, mein Freund. Du machst besser erstmal eine Probefahrt, um sicher zu gehen. Gibt's diese T-Shirts auch XXL? Nein. Aber sie sind vorgewaschen. Nein, danke. Kaninchen. Und zwar eine ganze Menge. Du willst Kaninchen? Ich habe Kaninchen. Wie viel Kohle hast du mit? Kann ich sie einfach mal für eine Probefahrt mitnehmen?
Ich glaube, du bist noch nicht bereit für die Verantwortung, die mit dem Corley-Kaninchen-Toy-Set auf dich zukommt. Tut mir leid, mein Sohn. Irgendwas Kleines, Pelziges, Gelbes. Tut mir leid, das sind die einzigen Zähne, die ich habe. Hey! Verdammt, schon wieder einen. Was steht da auf den Wimpeln? Nichts kann Corley schlagen, steht drauf. Eigentlich ziemlich ironisch, wenn man bedenkt, wie er gestorben ist. Machen sich aber trotzdem gut an deiner Schlafzimmerwand. Keine Wände. Mein Bike ist mein Zuhause. Wir könnten dich noch mit einem kleinen Stock ausrüsten. Dann kannst du dir eine Fahne für den Rücksitz basteln. Ich denk mal drüber nach. Hast du eigentlich überhaupt Geld? So viel, wie ich brauche. Irgendwelche Vultures hier in der Gegend gesehen? Nein, wir haben hier kein Problem mit den Vultures. Obwohl sie ihr Versteck direkt oben an der Straße haben. Sie bleiben da oben ziemlich eingeschlossen, nicht sehr gesellig. Was ist in der Kappe drin? Keine Ahnung, war schon drin. Wahrscheinlich so eine Art Transportfüllung. Haut aber ganz schön rein, das kann ich dir sagen. Hör mal, das ist nicht persönlich gemeint. Aber warum schiebst du nicht endlich deinen Hintern von dir weg und hörst auf, mir die Kunden zu vertreiben, hä? Ich hab mich nur geräuspert. Seid keine billigen Versager, kauft irgendwas! Er ist halt echt gut im Verkauf. Und sehr sympathisch und... Wenn wir etwas nicht haben, dann ist was faul dran. Oh, er guckt weg. Kann ich das Kaninchen klauen? Ha, ich habe ein Kaninchen geklaut. Conny, das Kaninchen. Ihr wisst, dass ihr eins wollt. Diese Sachen sind nirgendwo anders erhältlich, Leute. Und preiswert sind sie auch. Ich gebe sie praktisch umsonst weg. Die Stimme das sind war schon eine Handvoll Scheine gegen eine zeitlose Erinnerung. Diese Souvenirs haben alle eine geschätzte Wertsteigerungsrate von 300% pro Jahr. Ja, ja. Nicht drängeln, Leute, hier ist genug für jeden da. Hier seid ihr richtig. Offizielle Corley Motor Smashatorium Souvenirs. Geht nicht mit leeren Händen. Kommt schon, nicht alle auf einmal. Und preiswert sind sie auch. Wir haben eure Kappen. Geht Was ist nicht das für ein mit Ding? Leeren Spielauto. Händen. Ziemlich niedlich. Für ein Auto, meine ich. Was kann ich mir Alle hier noch Größen angucken? Und Farben. T-Shirts. Kauft euren Kindern ein Kaninchen, dann halten sie... Entschuldigung, aber sind diese Shirts, sind die aus reiner Baumwolle? Nun, dann wollen wir doch mal schauen. ...100% Baumwolle. Jawohl. Geht nicht mit leeren Händen! Hier seid ihr richtig! Offizielle Corley Motor Smashatorium Souvenirs! Bei unserem Kaninchen sind die Batterien inklusive! Seid keine billigen Versager! Kauft irgendwas! So langsam geht dem Teil der Strom aus. Na toll, jetzt hast du die Batterien gekillt. Füllt eure praktischen Getränkekappen mit einem Getränk eurer Wahl! Das Teil hat keinen Saft mehr. Ich gebe sie praktisch umsonst weg. Was bringt mir das jetzt? Diese Souvenirs haben alle eine geschätzte Wertsteigerungsrate von 300% pro Jahr. Souvenirs als Erinnerung... Falsche Taste. Geht nicht mit leeren Händen. Bei unserem Kaninchen sind die Batterien inklusive. Wir haben eure T-Shirts hier. Ein Kaninchen wird hier nicht viel helfen. Geht nicht mit leeren Händen. Conny, das Kaninchen. Ihr wisst, dass ihr eins wollt. Ein Kaninchen wird dir nicht viel helfen. Niedliche, niedliche kleine Kaninchen. Das offiziell lizenzierte Kaninchen des Corley Motors Machatoriums. Diese Souvenirs. Das ist eine ganze Kiste voll mit diesen pelzigen Viechern. Nicht drängeln, Leute. Hier ist genug für jeden da. Okay, genug von dem. Er ging mir langsam etwas auf die Nüsse. Aber ich muss sagen, ich finde es schön, dass die ganzen Sprecher eigentlich bei... Im Prinzip hattest du bei den LucasArts-Spielen irgendwie immer so Stammsprecher. Weil die Stimme, die war schon bei Day of the Tentacle dabei und das war der Totengräber in Curse of Monkey Island. Okay, mal gucken, ob ich irgendwie mit dem Hähnchen hier... Das Nienfeld ist neu bepflanzt worden.
Nette kleine Vultures. Okay. Ich bräuchte, glaube ich, echt viel mehr von denen, um da das Feld zu räumen. Was ist das jetzt? Eine Batterie. Power Blast. Energie für jeden Einsatz. Okay. Brauche ich die jetzt für das ferngesteuerte Auto oder wie? Wir haben eure Kappen. Souvenirs als Erinnerung an euer großes Meshatorium-Abenteuer. Das sollte es wieder zum Leben erwecken. Sicher, sicher. Okay, das ist weit genug, Mann. Bring ihn wieder zurück. Die Demo ist vorbei. Nun, es wird aber Zeit jetzt. Was bringt mir das jetzt? Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Geht nicht mit leeren Händen. Hey, nicht da rein. Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Der Eingang ist auf der anderen Seite der Fabrik. Warte, mein Kleiner. Daddy kommt sofort. Jetzt gibt es nur noch mich und die Kaninchen. Okay, klau alle Kaninchen. Klau doch ein T-Shirt. Keine Souvenirs. Okay, dann nicht. Ich habe genug Narben, die mich an diesen Trip erinnern. Ich auch, mein Freund, ich auch. Okay, dann auf zum Bike und dann sprengen wir mit den Kaninchen das Minenfeld. Okay, benutze Kaninchenkiste mit Minenfeld. Wie oft muss ich das jetzt machen? Was hat mir das gebracht? Verdammt, schon wieder ein. Verdammt, schon wieder ein treues Hit. Und noch eins, aber ich denke mal, sobald ich wieder bei den Vultures bin, auf dem Minenfeld, wurden die ganzen Minen schon wieder erneuert, oder?
Sieht so aus. Ja. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Und jetzt? Kann ich mehr als eine davon im Inventar haben oder wie ist das? Das ist die alte Hardtail, die Mohammed Malcolm repariert hat. Das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang. Da gehe ich nicht rein. Die denken alle, ich hätte ihren geliebten Chef getötet. Nein, macht nicht so viel Spaß ohne das Auto. Was jetzt? Was jetzt? Ich rede hier nochmal mit der Klappe, mit den Angestellten. Hey, aufmachen! Lassen Sie mich rein. Verschwinde. Arschloch. Lassen Sie mich rein. Verschwinde. Arschloch. Gutes Gespräch. Sehr, sehr gutes Gespräch. Aber ich habe gerade echt keine Idee, was ich jetzt machen muss. Versiegelt. Geschlossen. Nicht mit meiner Kaninchenkiste. Ich laufe nicht. Gott, ich habe gerade keine Idee. Wo kann ich denn hier überall hin? Ist hinten sonst noch irgendwas? Über diese Schlucht komme ich nicht nochmal. Okay, das stimmt. Muss ich die Häschen irgendwie modifizieren?
Ich heb mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf. Der ist für Schraubenmuttern. Okay, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, aber was muss ich jetzt hier anders machen? Muss ich mit denen mitlaufen? Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Nein. Ich frage mich, wie sie es so glatt bekommen. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Nimm Kaninchenkiste. Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht. Nein. Was hat mir das Ganze jetzt gebracht? Ich glaube, ich muss darüber mal ein bisschen nachdenken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin!